Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Yay! Mit dem Huhn und zwei Leuten, die über das Huhn quatschen. Ja. Naja, wir reden ja gerade nicht über das Huhn. Stimmt. Wir reden über das Huhn hinweg, um es so auszudrücken. Ja. Willkommen bei der alltäglichen Talkshow. Die alltägliche Talkshow. Bevor wir damit beginnen, fange ich mal damit an, meinen Gameplay-Plan zu erklären. Also das Huhn möglichst effektiv zu spielen in dieser Mission ist schwierig. Wir dürfen jetzt halt nicht zu viel Schaden nehmen. Wir haben 20.000 als maximale Schadensgrenze und hier sind überall Bosse. Das Verbandenteam oben in der Mitte spawnt einfach mal zwei zusätzliche Verbanden, wenn ich da hingehe. Die Deku, die Manhandler ist oben links in der Mitte. Wenn ich da, also ganz links in der Mitte, wenn ich da hingehe, dann wird das Bombardement gestartet. Und nur die drei Mobs hier unten machen im Grunde nichts Böses. Einer der Mobs, der hier unten ist, kann Dunkelseers beschwören, aber die spawnen nicht nach, wenn ich sie töte. Gott sei Dank. Ja. Ansonsten sind hier halt nur große Mobs. Solange wir die Verbanden da oben nicht töten, ich glaube, es ist zumindest der Grund der Verbanden, spawnen regelmäßig große Mobs nach. Toll, dann schicken die uns einen in den Muskelhalsrupp runter. Sollen die machen, das ist mir recht. Da dürfen die so oft sie wollen. Also nur Nimbus gehabt, ne? Ja. Mir ist aufgefallen, dass man sich relativ gut gegen die Bosse behaupten kann, indem man einfach hin und her springt. Also man darf sich wirklich nicht auf einen fokussieren, sondern du gehst zu einem Boss hin, haust ein paar Mal drauf, dann kommen die ganzen Truppen zu dir hingelaufen und du rennst weg, haust auf irgendwen anders ein paar Mal drauf, dann nimmt der ein bisschen Schaden, dann kommen die ganz anderen Truppen wieder zu dir und so weiter und so weiter. Und dann guckst du halt, dass du die großen Riesenbosse, weil wir haben ja ewig viel Zeit, wir haben kein Zeitlimit in dieser Mission, es gibt wirklich keins. Ich habe zuerst gedacht, wir wären irgendwie auf 60 oder 90 Minuten beschränkt, aber tatsächlich, du hast kein Limit. Ich kann mir Stunden Zeit lassen für diese Mission. Ja, also müssen wir wirklich gucken, dass wir einen Riesenboss nach dem anderen wegziehen, weil die großen Anführer werden auch tatsächlich dadurch geschwächt, dass du ihre Unterlinge erledigst. Und mein Handler lässt sich unglaublich leicht entführen, wie man auch gerade sieht. Ja. Den kann man einfach so von seinem Mob trennen. Das Problem ist halt, dass wir Dunkelseers am Arsch haben. Und wenn wir den irgendwo in der Ecke haben und in der Ecke angreifen würden, dann kämen die Dunkelseers oder andere große Bosse und würden uns wieder angreifen. Wir hätten sofort wieder viel zu viel Schaden. Ja. So wie diese Goma, die ja irgendwo so hinter dir her rennt. Ja, ich freue mich immer. Ich glaube, es ist ein Argorok, der da gerade im Kreis fliegt. Wenn du die bewegst, anguckst, dann ist das definitiv ein Argorok. Ja. Das sieht man so eindeutig. Ich bugge. Ja, die KI von diesem Spiel. Nicht immer gut. Nicht immer intelligent. Wie gesagt, deswegen einen entführen, dann ein paar Schläge drauf machen, gucken, dass die kleinen Mobs kommen, ein paar Schläge auf die kleinen Mobs, zum nächsten großen Boss, ein paar Schläge drauf machen, die kleinen wieder angreifen und so weiter und so fort. Nur nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben, weil das ist tödlich. Und wenn halt die großen Mobs kommen, wenn wir später gegen die Verbanden kämpfen, da sind so viele Mini-Verbande, weil da bleibt einem kaum was anderes übrig, als entweder zu gucken, Verbander gehen ein Stück von deiner Truppe weg und entführen, oder Spezialangriff. Es gibt viele Büsche auf dieser Map. Spezialangriff. Ja. Dafür, dass es eine Wüste ist, gibt es überraschend viele, die so in einzelnen Stellen versteckt sind. Ja, das einzig Unpraktische ist halt bei manchen Mobs, die sich nicht trennen lassen. Da muss man dann halt wirklich ein bisschen gucken, wie man das löst. Zum Beispiel hier Dodongo und Goma, die sind fast unzertrennlich. Die beiden, da sind super beste Freunde. Wenn du die angreifst, dann immer im Doppelpack. Ja, Stufe erhöht. Und ich glaube, das reicht dann auch. Jetzt können wir die... Rechts von deinem Gameplan. Ja, das ist der Gameplan. So werden wir jetzt gegen die Bosse vorgehen. Ja. Was haben wir denn noch an Themen auf unserer Talkliste? Wir haben noch die Extra-Karte im Angebot, über die wir noch nicht gesprochen haben. Nach den ganz anderen Karten. Wir haben über die ganzen Abenteuerkarten geredet, aber noch nicht über die Extra-Karte. Die man ja extra dafür bekommt, dass man die ganzen Kulturas geholt hat, die ja sowieso viel zu viel Arbeit sind. Weil, also mal ganz ehrlich, man hätte es wirklich einbauen sollen, dass man zwei Skulltulas in einer Mission kriegen kann. Ja. Punkt. Beginnen wir einfach mal mit Skulltulas vorne. Ja. Das ist auch so eine Sache, das schließt auch nochmal an das, was wir über den Legendenmodus gesagt haben, an. Das zwingt dich auch schon wieder alles doppelt zu spielen, Missionen, die du sowieso schon mal gesehen hast. Ich meine, das bringt dir natürlich Materialien und Level, aber es ist wirklich notwendig gewesen, dass es halt nicht möglich ist, beim ersten Mal durchspielen, alle Skulltulas zu kriegen. Ja. Die beiden Skulltulas, warum nicht? Warum darf man die beiden Skulltulas nicht für die 1000 Kills und die 1200 Kills ohne zu viel Schaden zu nehmen, warum darf man nicht beide in derselben Mission bekommen? Das Spiel warnt. Es wäre vielleicht nett gewesen, wenn das Spiel einen vorgewarnt hätte, dass man was freischalten kann. Wenn da irgendwie so ein Schatten gewesen wäre, so hier werden mal Skulltulas freigeschaltet. Ja. Weil als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich mir auch gedacht, okay, es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Wenn wir ein LP aufnehmen besonders, dann mache ich mir schon am Anfang Gedanken, okay, auf welcher Schwierigkeit spielen wir jetzt? Wir können jetzt, aber einfach machen wir nicht, das ist langweilig. Also wir können entweder auf normal spielen oder wir machen es auf schwer und dann ist es vielleicht interessanter. So, aber in dem Moment, in dem du weißt, du wirst gezwungen, das nochmal auf schwierig durchzuspielen, dann ist diese Wahl schon für dich getroffen. Ja. Okay, wir spielen auf normal, weil wir werden eh gezwungen, das nochmal auf schwierig durchzuspielen. Ja. Dann spielen wir das halt war auf Screen, normal. Aber ja.
Ja, weil dann müssen wir halt diese ganzen Haken sammeln, weil ansonsten ist das einfach viel zu viel Zeug, das wir völlig umsonst und doppelt und dreifach machen müssen. Ja. Das bringt einem dann im Endeffekt auch nichts. Ja, und deswegen glaube ich, wäre es schön gewesen, hätte man vorgewarnt, oh, da gibt noch Skulpturlos und da gibt noch Skulpturlos und das hätte man noch freischalten können. Das ist aber halt noch Legendenmodus-Kram. Und dann halt die Skulpturlos im Abenteuermodus. Ich meine, da war man ja wirklich unkreativ. Ja, das sind immer dieselben. Für alle, weiß nicht, 100 Stück, die ja insgesamt im Abenteuermodus alleine sind, sogar mehr. Es gibt halt nur genau diese zwei Voraussetzungen, die du immer wieder für die erste und zweite Skulptur erfüllen musst, während du im Legendenmodus tatsächlich hier halt Voraussetzungen, richtige Mini-Rätsel hast, was du überhaupt machen musst. Ja. Wo dann die Namen auch erstmal einsetzbar waren, wo du dir erstmal selber denken musst. Ich meine, es war meistens... Besiege alle Fragezeichen! Es war meistens mega offensichtlich, aber du musst es halt zumindest ein bisschen überlegen, was muss ich hier eigentlich tun? Und dann konntest du dir die Skulpturlos freispielen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es nicht deutlich interessanter gewesen wäre, ungefähr ein Drittel der Skulpturlos in dieses Spiel einzubauen und dafür dann halt zu sagen, okay, du kriegst für jede Skulptur irgendeine besondere Voraussetzung und musst halt erstmal gucken. Ja, das wäre auch wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Und dann halt letztlich die Belohnung für die Skulpturlos ist halt eigentlich auch sehr schwach. Du bekommst ja diese Extra-Karten-Missionen, von denen so eine richtig gut durchdacht war. Nämlich die von der Mina-Karte überraschenderweise. Ja, die von der besten Extra-Karte. Ja, die von dem besten DLC war auch tatsächlich die Extra-Karten-Mission mal durchdacht, die mal irgendwo Sinn gemacht hat. Und ansonsten war das, ja, hier hast du mal eine Mission, wo du ganz viele böse Gegner hast, gegen die du kämpfen kannst. Ja gut, also in der Schattenkarte hat man ja auch zumindest ein bisschen geguckt, dass man es an die Twilight Princess-Welt angelehnt hat. Aber tatsächlich, was wird zu der Abenteuer-Master-Quest und... Abenteuerkarte und Masterquest-Karte. Ja, klar. Masterquest-Karte gekriegt haben, das war nichts. Ja. Also auch was war zum Legendenmodus, genau das, was ich mir jetzt fehlte, der Legendenmodus. Das war ja nichts. Ja. Hier hast du eine Mission. Es war eine Mission. Hier hast du eine Mission, die nennt sich Treue Gefährten. Aus Gründen, weil da einfach mal alle guten Charaktere drin vorkommen. Da kämpfst du mal gegen alle Guten, dann hast du hier eine Mission, da kämpfst du gegen alle Bösen und das ist dann hast, dann hast du die, dann hast du die Bossgalerie. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du drei Missionen, in denen du gegen praktisch alle Charaktere, die dir Materialien geben, kämpfen kannst. Ja, und das ist dann praktisch alles, was du in der Extrakarte kriegst. Ja. Ja, dann hattest du noch halt die. Du hattest halt letztlich über diese fünf Missionen, die du in der Standard-Version von dem Spiel hattest, hast du letztlich genau fünf Missionen bekommen, denen alle Charaktere irgendwie einmal vorkamen. Ja, es war schon relativ nützlich natürlich, also in dem Moment, in dem wir es gekriegt haben, für die Materialien halt. Wenn du noch einen Materialien-Trank dazu hättest, wenn man damals schon gehabt hätte, dann hätte man die Mission deutlich sogar besser farmen können. Und dann hat sie wieder das Problem, ich weiß nicht, ob sie zum Farmen gedacht sind, diese Mission, oder ob da irgendein größerer Gedanke hinter war, aber dann fehlt dir zum Beispiel Sheik in solchen Missionen wieder. Nee, du hattest ja... Den hast du dann später für eine andere Mission gekriegt. Nee, du hattest Sheik in der Drei-Völker-Mission. Ja, und deswegen. Darunia. Das war halt eine andere Extrakarten-Mission. Nee, das war von den Standard 5. Seine von den Standard 5. Ja, schon, aber es ist halt nicht Treue Gefährten, das meine ich nur. Und Treue Gefährten ist halt die erste, die du generell kriegst durch den Legenden-Modus. Treue Gefährten ist die erste, die du bekommst. Und dann die anderen kriegst du in irgendeiner Reihenfolge, je nachdem, wo du auf Abenteuerkarte halt zuerst hingehst und dann die Skulpturlos holst. Weil es ja gefixt ist, welches Bild du an welcher Stelle bekommst. Ja, und nicht in welcher Reihenfolge du die bekommst. Ja, wie wir später rausgefunden haben. Am Anfang war es noch fragwürdig, ob es gefixt ist oder nicht, aber es ist tatsächlich gefixt. Ja, tatsächlich hat man sich das vorher überlegt. Und glaube ich, was man wohin packt. Beeindruckend. Ja. Aber ja, ich fand so zum größten Teil fand ich die Extrakarte auch ein bisschen enttäuschend. Ich meine, es war jetzt keine so schlechte Idee, irgendwie nochmal irgendwelche speziellen Missionen zu machen, aber dann hätte man da vielleicht auch tatsächlich 8 spezielle Missionen draus machen sollen, statt 2. Dieses Prinzip, wie gesagt, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Karten dann machen können, wenn es nichts Spezielles macht, dass du dann irgendwie 2-3 Karten oder sowas freischaltest. Und dann mit dem Bild, je weiter du in dem Bild bist, dann mehr Missionen bekommst. Im Endeffekt ist es halt wirklich, du sammelst tausende von Skulpturlos. Ich weiß gar nicht mehr, aus wie vielen 1 Skulpturlos. 20. Aus 20, okay. Du sammelst 20 Skulpturlos, also du machst 10 Missionen, wo du jeweils 2 von diesen Dingern holst. Und dann bekommst du da eine Mission für. Bekommst du eine Mission, die relativ schnell vorbei ist. Ja. Im Regelfall. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vor allen Dingen die Drei-Völker-Mission fand ich ziemlich enttäuschend. Ich meine, mit den treuen Gefährten und dieser Mission, wo du ganz viele böse Gegner besiegst, die konnte man, wie gesagt, zum Farmen ganz gut benutzen, aber in der treuen Gefährten-Mission, das war halt wirklich einfach nur irgendeine Mission. Ja. Das war nichts Spezielles, meiner Meinung nach. War es auch nicht. Im Gegensatz zu der Mission mit den ganzen Bösen, wo ich dir ja vorher auch nicht gesagt habe, wie die funktioniert und du auch wunderbar getrollt wurdest. Das war eine Trollmission. Das war eine wunderschöne Trollmission, aber... Das war einmal have a good time. Ja, das war einfach was Besonderes. Das stimmt wohl.
Ja, aber dann die Schatten- und die Terminator-Mission, gut, die waren beide eigentlich nicht schlecht. Die Terminator-Mission war eigentlich richtig gut, weil sie sich wirklich an das Spiel gehalten hat. Ja, die Terminator-Mission... Ganz abgesehen von Horror Kid Lana. Ja. Ja, wenn die Schattenmission nicht so ausgebackt wäre, als wir die gespielt haben, wäre die wahrscheinlich sogar auch witziger gewesen. Aber der Argorok hat sich gedacht, nö, ja, ich stehe hier und ich mach gar nichts. Dadurch, dass die Argoroks sich gedacht haben, nö, ich gehe auch mal davon aus, dass das nicht einfach nur in unserem Spielstand lag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das also überall so wie wir seitdem die Argoroks sich haben verhalten sehen, ja, wird das normal in Anführungsstrichen gewesen sein. Das war kein einfacher Bug, der einmal passiert ist. Ist es inzwischen einfach so, dass die Argorok-KI... durch die Stabilisierung des Spieles wahrscheinlich kaputt gegangen ist. Es könnte durch die Stabilisierung passiert sein. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Ich meine, es könnte schon immer so gewesen sein. Ich weiß, dass die Argos sich schon immer ein bisschen merkwürdig verhalten haben, wenn sie an einer Stelle geflogen sind. Ja, aber wir haben das eine Mal die Goma gehabt, die so ausgebackt war, die da nur im Kreis gelaufen war, das weiß ich. Aber ansonsten haben wir eigentlich nie große Probleme gehabt, dass die Bosse irgendwie Probleme gemacht haben. Bis jetzt halt nach dem 1.6. Alle Bosse eigentlich, außer Argorok. Ja, bis auf halt nach dem 1.6.1, wo halt seitdem der Argorok einfach Dinge tut, wo man sich nur denkt, hallo? Hey Argorok, hast du Lust noch mitzumachen? Argorok, kommst du raus spielen? Sind gerade alle deine Hirnzellen gestorben? Ich glaube, bei dem Argorok ist sowieso schon längst Hopfen und Malz verloren gegangen. Vielleicht wollten sie ihn einfach nur näher an seine Originalversion ranbringen, wo er auch nur in der Mitte von der Arena schwebt und nichts tut. Zugegebenermaßen ist halt Twilight Princess nicht gerade der intelligenteste Boss. Ja. Da gibt's definitiv clevere Variationen. Durchaus. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich die Extra-Karte keine schlechte Idee, hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können. Aber, ja, war... Ich hab schon schlimmere... Belohnung in Spielen bekommen. Ja, das stimmt. Als da nochmal extra Missionen. Wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich super, aber man hätte viel mehr damit machen können. Ja. Ich finde halt, man hätte es zum Beispiel machen können, dass man die Skulltulas viel eher auf der Karte bekommt, jetzt zum Beispiel auf der Schattenkarte, dass die Skulltulas irgendwie in den ersten paar Missionen zusammenkriegst, dass du auch nicht 2 pro Mission holen musst, sondern nur irgendwie 10 insgesamt halt in 10 Missionen, kriegst du relativ früh. Und wenn du dann die Mission auf der Extrakarte durchspielst, dann kriegst du die Ware mit nach freigeschaltet und kannst sie dann benutzen, weil dann hast du eine Belohnung dafür. Weil die gesamte Extrakarte ist, stimmt, hier hast du eine Mission, es gibt nicht eine Belohnung auf der gesamten Karte. Die gesamte Extrakarte ist eigentlich nur für ein Achievement. Ja, die ist nur für das Achievement. Und für das rote Kostüm für Lucky Lang, wenn du die ersten paar gemacht hast. Wenn du die ersten paar gemacht hast, kriegst du das rote und das blaue Kostüm für Lucky Lang und das war's. Und halt wenn du halt die ersten 5 Missionen alle gemacht hast und du dann erst die DLCs anfängst, kriegst du für DLC-Bilder gar nichts. Ja, da Nada. Ist dann praktisch nichts. Und da muss man sich halt echt fragen, warum hat man da dann nicht nochmal irgendwelche Kostüme eingebaut, auch von mir aus. So, da hätte man zum Beispiel statt hier links Twilight Princess und Ocarina of Time Kostüme einzeln kaufbar zu machen, hätte man sagen können, hey, wenn du die Extra-Karte vom Master Quest abgeschlossen hast, bekommst du für Link, Zelda und Ganondorf die OOT-Kostüme. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, es war auch relativ wenig erfüllend, als wir die Extrakarte abgeschlossen haben. Ja. Weil wir haben jetzt, die Extrakarte ist ja sowieso die, an der du am längsten arbeiten musst, wegen des ganzen Skulpturlers. Ja. Auch wenn es jedes Mal nur eine Mission ist. Und dann haben wir den ganzen DLC extra gemacht und überhaupt erstmal bezahlt, wie wir das überhaupt machen konnten. Ja. Und dann haben wir die Extrakarte fertig, auch alle mit A-Rang und unsere gesamte Belohnung dafür war nichts. Ja, nichts. Wir haben die letzte Mission gemacht und... Unsere Belohnung ist, da steht jetzt ein A. Ja. Steht jetzt ein A an der letzten Mission, die wir auch gemacht haben. Ja. Wir haben nicht diesen lustigen Geschafft-Bildschirm gekriegt, wir haben glaube ich nicht mal ein Achievement dafür gekriegt, dass wir extra Karte komplett auf A haben. Nee. Eben. Deshalb, also, das war halt wirklich so ein bisschen, da hätte man definitiv mehr mitmachen können. Weil, also zumindest Belohnungen einbauen. Ja, dass man irgendwas dafür kriegt, das ist. Ja. Also der Ansporn ist ja erstmal da, diese Extrakarte zu haben und zu machen, aber dann im Endeffekt fehlt dann nachher dieses Belohnungsgefühl, dass du halt wirklich was geschafft hast. Ja. Apropos, wir hatten beim letzten Mal gar nicht darüber gesprochen, über die tollen Kostüme, die man auf der Majora's Mask Karte bekommt, wo wir gerade von Kostümen gesprochen haben. Termina, ja. Ja, auf Termina Karte. Also generell können wir hier mal die Kostüme ansprechen. Ich meine, die meisten davon... Ich weiß nicht. Also das mit den Reskins... Ich hab viel online gelesen, deswegen sind ja alles nur Reskins. Ich hab da gesehen, was hast du erwartet? Ja, also jetzt ganz ehrlich, was haben Leute erwartet? Dass du für alle Charaktere plötzlich komplett neue Kostüme bekommst, ist viel zu viel Arbeit. Ich hätte es vielleicht ganz nett gefunden, wenn sie zumindest so die ein oder andere Sache noch eingebaut hätten. So ein bisschen, ich meine nicht komplett andere Kostüme, aber dass sie hier und da vielleicht so kleine Boni kriegst. So, was sie auf der Terminakarte gemacht haben, ist schon im Grunde ein guter Ansatz. Aber im Endeffekt...
Das Problem ist auch da. Hätte man gute damit Idee. Machen, hätte man mehr mitmachen mit, können. Mit der Terminerkarte, ich finde, das ist eine super Idee, die Masken einzubauen. Aber zum einen musst du dann auch tatsächlich Masken einbauen, nicht den Ordon-Schild. Also bitte. Und dann davon abgesehen, auch da, wir haben für diesen DLC bezahlt. Zwar in dem Season Pass, aber der hat 15 Euro gekostet. Das heißt, neben ein Viertel davon, ne, ja, haben wir dafür bezahlt, für diese Kostüme. Oder wenn du den einzeln kaufst, kostet er irgendwie 8 Euro oder was, der DLC, oder 7. Und dann kriegst du solche Kostüme, die einfach in alles reinklippen. In alles. Ja, das wenn, ist wenn du nicht gerade Camaros Maske hast, klippt das in alles rein. Außer was, wo man sich richtig lahm gemacht. Genauso wie bei den 8-Bit-Waffen, einfach ein bisschen mehr Mühe hätte geben da können. Also, wie gesagt, die Masken, es kann nicht so schwer sein, die Masken so zu bauen, dass sie tatsächlich nur das Gesicht des Charakters verdecken. Da musst du die halt mal ein bisschen nachshaken, wenn das so ein Girahim-Gesicht ist, wie halt bei Camaros Maske. Oder wenn es so ein Zanto-Helm ist, musst du halt den Helm für dieses Kostüm komplett wegmachen, dem einfach auf seine komische, schmale Fratze die Maske halt draufsetzen und die halt dann dafür halt ein bisschen neu modellieren, dem ein bisschen anpassen, damit das halt aussieht. So auch die Gronenmaske, da krieg ich Albträume von, wie schlecht die gemacht ist. Du guckst dir die Animation an, wie Darunia eine Kiste öffnet und der Arm geht mitten durch diese Maske durch. Und ich denke mir, hätte man dann nicht mal 8 Minuten mehr Zeit reinsetzen können, um mal eben dafür zu sorgen, dass die kleiner ist, die Maske, und dann nichts reinglitscht, wenn der irgendwie eine Kiste öffnet. Ja, das stimmt. Also da hätte man sich echt deutlich mehr Mühe mitgeben müssen mit diesen Masken. Generell finde ich ja, wenn sie schon praktisch Pelletswaps von den Kostümen machen, um die anderen Kostüme zu machen, hätte man eigentlich auch bei der Terminerkarte die Kostüme nochmal verändern können, die ein bisschen anpassen können. Ja. Im Grunde hast du ja das Standardkostüm, wo er einfach die Maske drauf geklatscht. Und das lässt das meiner Meinung nach auch so billig aussehen. Ja. Außerdem, ich kann verstehen, dass sie sich gedacht haben, hey, mit diesen Reskins machen wir ganz tolle Anlehnungen an andere Zelda-Teile. Ja, das warum? Ist ja auch nicht schlecht, aber ja, das find ich, da könnte noch dran super stehen. Da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Aber warum ist dann Standard Twilight nennen, anstatt so und so Kostümen? Warum nicht? Warum hat man die Kostüme dann nicht umbenannt? Ja, zum Beispiel das Damani-Kostüm. Ja, bei Damani, schreibt da Damani dran. Danke! Das wäre, glaube ich, das wäre schon in dem Moment, in dem du es kriegst, wäre das so ein viel mehr belohnend als yay, Standard Twilight Kostüm. Ja, in dem Fall Standard Master Quest, aber trotzdem. Standard Master Quest mit Hut. Ja, Standard Master Quest ohne. Ja, danke sehr. Ja. Und da sowieso, warum hat man in dem letzten Boss-DLC sich gedacht, weißt du, welche fünf Charaktere Kostüme bräuchten? Zelda, Ganondorf, Link, Lana und Sia. Die fünf, die brauchen dringend nochmal Kostüme, weil die haben noch nicht genug. Warum hat man Kostüme nicht mehr auf Charaktere verteilt? Warum hat Sia die meisten Kostüme im Spiel dahinter direkt lang und dann halt irgendwo Zelda und Ganondorf dahinter und dann Lana und dann alle Charaktere noch? Riesenweiten Abstand bekommen die irgendwann mal alle auf demselben Stufe. Ich kann es verstehen, dass die Charaktere, die mehr Waffen haben, mehr Kostüme gekriegt haben, aber bei Sia kann ich das zum Beispiel nicht so richtig nachvollziehen. Ja, hey, ich habe eine Waffe. Im Grunde, jede Waffe, die du einem Charakter dazu gibst, ist im Grunde praktisch ein neuer Charakter, den du erschaffen hast. Dementsprechend benutzt man Lang einfach viel, dadurch, dass er halt so viele unterschiedliche Waffen hat. Ja, das sind halt auch viele Kostüme, das verstehst du. Er ist außerdem auch Lana Lang. Und auch Zelda und... Ja, aber Ganondorf. Ganondorf hat eine Waffe. Ja, hat 8 Kostüme. Gehört zu den Leuten, gut, auch durch den DLC vor allem, mit den meisten Kostümen. Da auch, so ein Thema Kostüme. Die DLC-Kostüme sind ja tatsächlich welche, da hat man ja tatsächlich ein bisschen, da hat man ja auch was mitgemacht. Ja. Da sehen die Charaktere teilweise so ein bisschen umgeformt aus. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist oder ob es nur eine Illusion ist, weil halt teilweise Haare fehlen. Auf jeden Fall fehlen Haare. Ja. Man hat auf jeden Fall was an den Kostümen getan. Ja, man hat an den kompletten Modellen hat man gearbeitet. Das sieht man auch an so einem Skyward Sword Link und so. Sieht man, dass da viel dran gearbeitet wurde an dem Modell. Obwohl man ja eigentlich an Link nicht viel arbeiten muss, was so ein Modell ähnlich angeht, weil er eigentlich in allen Spielen gleich aussieht, aber da hat man sich an dem Modell ordentlich gearbeitet, auch an so einer Skyward Sword Zelda. Die sieht ja vollkommen anders aus als die Zelda, die sonst im Spiel rumläuft. Ja, das stimmt. Da hätte man meiner Meinung nach dann auch noch was mitmachen können. Die hätte man zum Beispiel auch für andere Kostüme benutzen können. Da hätte man ein bisschen mehr Variation mitmachen können. Da hätte man natürlich auch, zugegebenermaßen, es sind zwar andere Kostüme, aber da hätte auch noch ein kleines bisschen mehr Arbeit reinfließen können. Ja. Einfach nur
also viele, an vielen Stellen würde ich sagen, die sind super. Die Ganondorf-Kostüme kann ich mich gar nicht drüber beschweren, die sind eigentlich perfekt gemacht. Die Ganondorf-Kostüme sind super, wahrscheinlich die besten im Spiel. Immer wenn ich Twilight, Zelda oder Twilight Zelda oder Ocarina of Time Zelda spiele, und nicht unbedingt, weil die Dinger leuchten und die anderen im Schwarzen kaum noch sichtbar sind. Aber weil du unter diesem Saum einfach dieses reine Schwarz hast. Ja, jedes Mal, wenn du rennst, hast du da diesen riesengroßen schwarzen Fleck auf dem Bildschirm. Ja. Konnte man die wirklich nicht so schweben lassen, dass man nicht immer in diesen riesen schwarzen Fleck reingucken muss? Oder weißt du, zumindest das so zu machen, wie die das in den Mario-Spielen haben, wo wenn du irgendwo Peach irgendwo irgendwie Modelle davon drehst, dass sie einfach unten dann eine weiße Fläche hat. Ja, als hätte die ein Kleid an, das dass das nicht so grauenhaft aussieht. Aber einfach wirklich dann nur so einen rein schwarzen Kasten. Das sieht einfach unfassbar hässlich aus. Ja, das ist eine Sache. Das ist aber auch nur bei den Zelda-Kostümen, die mich halt da ein bisschen gestört hat. Ich habe auch nicht so ganz nachvollzogen, warum in aller Welt die OOT-Kostüme alle im Dunkeln leuchten. Aber okay, sollen sie meinetwegen. Dann kann man wenigstens auseinanderhalten, wer OOT ist. Ja. Da ist halt ein bisschen Variation drin. Ja. Das stört mich jetzt nicht so wirklich. Nee, da habe ich auch nicht das Riesenproblem mit. Aber halt, wo wir ja gerade bei DLC-Sachen sind, die DLC-Waffen. Ich finde es interessant, dass sie einfach so nach dem ersten damit aufgehört haben. Guck mal, hier hast du eine Epona. Und guck mal, hier hast du den Kopierstab. Ja, und dann war's das. Und dann hat man sich noch gedacht, so, hey, hier, Spinner, wenn du Amiibos benutzt. Ja. Ja, aber sonst ist es von Sachen, die du von außerhalb kriegst. Und ansonsten, nee. Kriegst keine weiteren Waffen mehr mit den DLCs, wo ich auch nur gestanden habe, warum hat man anderen Charakteren nicht noch irgendwie einen zweiten Waffentyp gegeben? Ja, ich finde auch, dass sie ein bisschen arg fokussiert worden sind. Warum hat man Zier keinen zweiten Waffentyp gegeben, wenn man ihr schon so einen riesen Teil an den ganzen DLCs gibt? Ja, ich hätte es viel logischer gefunden, es Zier einfach das Portal zu geben. Zier hat keine zweite Waffe und Lana hat eine zweite Waffe. Und Zia hat die meisten Kostüme des Spiels. Ja, und abgesehen davon, in der Story, wer hat Charaktere mit dem Portal beschworen? Wer hat die Welten aufgespalten? Ja, wer war das noch gleich? Ach, das war bestimmt, außerdem ist gerade mal wieder ein Verband da schön durch die Wand geglitscht. Der hängt alleine da vorne permanent. Ja, aber ne, das sind halt so, warum hat man nicht einigen Charakteren noch weitere Waffen gegeben? Warum nicht? So, es gibt doch so viele Waffen im Zelda-Franchise, die man hätte einbauen können. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es viel Arbeit ist, diese Waffen zusätzlich zu bauen, aber dieses Fokussieren der Waffen ist tatsächlich merkwürdig. Auch dass Zelda zum Beispiel den Kopierstab hat, okay, mit dem Ilia-Kostüm, ja gut, aber den Taktstock hätte man irgendwem geben können. Der Taktstock hat nichts mit Zelda zu tun. Nichts. Nada. Den hätte man an irgendwen geben können, der sonst keine anderen Waffen haben. Den hätten sie meinetwegen Agnetha in die Hand drücken können. Er hätte es von mir aus Ruto geben können. Es kommt zumindest ein Zora in dem gesamten Spiel vor. Dann hätten sie ein Orni-Kostüm gemacht und geben dem dann das Ding in die Hand oder sowas. Ja, überhaupt, warum hat man überhaupt außer dem Taktstock überhaupt nichts aus Wind Waker eingebaut? Ja gut, der gesamte Grafikstil von Wind Waker passt auch nicht so übermäßig in das Spiel rein. Sie haben die im Dunkel leuchtenden Ocarina of Time-Kostüme da reingebaut. Da hätten sie genauso gut Toon-Charaktere da reinbauen können. Ich glaube, die hätten echt merkwürdig aussehen, wenn du das Cell-Shading jetzt mit hier reingebracht hättest. Ja, aber halt so allgemein, man hätte ja trotzdem irgendwelche anderen Referenzen dann noch drauf machen können, außer dem Deku-Blatt. Ja, das stimmt. Ja? Halt neben 8-Bit-Items und dem Deku-Blatt, klar. Ja. Aber das Deku-Blatt ja gut, es ist auch in Wind Waker, aber das Deku-Blatt kommt auch an anderen Stellen vor. Ja, was mich halt zum Beispiel auch als Dynasty Warriors-Veteran so ein bisschen irritiert hat, ist, dass in den Dynasty Warriors Spielen ist es immer so, dass immer ein Charakter, der mit dem Bogen kämpft. Grundsätzlich. Ja, mindestens einen Feuerstab. Du hast den Feuerstab, aber der ist trotzdem einfach nicht dasselbe. Vom Kampfstil her, weil mit dem Bogen, die Charaktere, die mit dem Bogen kämpfen, sind immer so ziemlich die beweglichsten und die schnellsten Charaktere, die unglaublich schnelle Kombos damit ihren Bögen durch die Gegend schießen. Während du hier mit deinem Bogen gegen die Dekoranias kämpfst und gegen Gaumas. Und ansonsten ist der vollkommen unnütz. Sind die Bögen denn in Dynasty Warriors Spielen Items? Nein, das sind ganz normale Waffen. Das sind ganz normale Waffen, okay. Ja, also gibt's also dann tatsächlich einen Charakter, der hat dann halt statt Schwert und Schild, der hat halt einen Bogen. Und der kämpft dann halt damit. Okay. An dieser Stelle ganz kurz, Ganon hat übrigens eine Eigenheit, ist mir aufgefallen. Wenn du Ganon Magie finishst mit dem Huhn, dann fällt er nicht um. Du zerstörst nur einen seiner Teile da zerstört. Ja, du zerstörst nur seine Teile mit jedem Magie-Finisher, weil wir haben ja leider keine Items, um was dagegen zu machen. Das heißt, wir brauchen ganz viele Magie-Finisher, bis er tatsächlich gefinisht werden könnte. So viel Magie hat man nicht auf dem Feld, glaube ich. Ich wollte sagen, das ist aber auch. Wow, so viel Magie gibt es da gar nicht. Nee, aber er nimmt wenigstens Schaden durch die Magie-Finisher und das nicht schlecht. Und das bei der Bossmasse da vorne ist ein guter. Ja. Ist immer ein ganz guter Austausch dafür.
Kompromiss. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Ja, im Wort für Nutschmöglichkeiten und so ab und schon mal. Ja. Genau das, ja. Wie gesagt, aber auch natürlich das schönste Thema, wenn du einen Spinner haben möchtest, gib doch bitte 15 Euro dafür aus, ja, den Spinner zu haben. Mein persönliches Lieblingsthema überhaupt. Ja, Amiibos. Ja, ich weiß, dein Lieblingsthema. Ich hab's schon mehrfach, während wir gespielt haben, angemerkt, ich hasse Amiibos. Ich hasse die Idee von Amiibos und ich find's grauenhaft, dass sie so beliebt geworden sind, wie sie geworden sind. Diese Dinger sind so überteuert. Ja. Das ist nicht mehr feierlich. Wenn die Amiibos jetzt irgendwie für 8 Euro verkaufen würden, okay, aber diese Dinger kosten 15 Euro. Ja. Und wenn du dann so einen in Anführungsstrichen seltenen Amiibo haben willst, dann nehmen die da auch schon mal 20 für teilweise, ja, glaube ich. Vor allem, weil es auch nicht mal sowas wie zu eigentlich allen anderen Sachen, die es so verkauft gibt, wie, weiß nicht, da Disney Infinity, wo du auch diese kleinen Statuen hast, die du dann da reinsetzt in das Spiel. Mhm. Oder wo du, was weiß ich, wie die alle heißen, Skylanders und wie diese komischen Spiele halt alle heißen, wo du halt dann zumindest Dreierpacks kaufen kannst und die dann halt günstiger sind. Warum gibt's sowas von Amiibos nicht? Ja, dann kaufst du dir immer ein Amiibo, ja, der dann immer mega einen, teuer wird. Der einfach 15 Euro kostet. Das ist halt einfach, und vor allem, es ist schön, dass man die in Smash da reinsetzen kann, aber wirklich tut's nichts. Nicht so wirklich es ist viel, schön, das ist dass ganz du, nett. Es ist schön, dass du die hier einscannen kannst, aber bis auf den Link-Amiibo tun sie eigentlich auch nicht wirklich was. So, ne, du bekommst diese komischen Random-Belohnungen für die Achievements, was immer noch die größte Verarsche überhaupt, dass du dieses Achievement brauchst, um das alle Achievement zu bekommen. Ja, die größte Verarsche im gesamten Spiel. Ach, du hast dir dieses Vollpreisspiel gekauft. Tja, wenn du dir nicht alle DLCs holst und du dir nicht noch einen Amiibo 15 Euro dazu kaufst, dann kriegst du nicht alles. Dann kannst du nicht alle Achievements bekommen. Badum. Badum. Ja. Bei den Amiibos, was ich vor allen Dingen dreist finde, das Problem hat man, glaube ich, in dem Spiel bis jetzt zumindest noch nicht, ist halt, dass die jetzt auch 1000 verschiedene Versionen von den Amiibos haben, die du dann nicht mehr in den alten Spielen benutzen kannst. Ja. Weil es dann andere Amiibos sind, obwohl es teilweise die gleichen Charaktere da drauf sind. Ja, weil du dann die Mario Party Edition von Mario hast und nicht die Smash Edition von Mario. Das ist ein Riesenunterschied. Die sind dann anders. Nicht kompatibel miteinander. Ja. Weil Schwachsinn. Weil du musst ja nochmal 15 Euro für so eine Figur ausgeben. Ja. Deswegen finde ich, dass die Dinge einfach nur die größte Abzocke aller Zeiten sind. Das ist eine verdammt große Abzocke. Ist einer von den Fehltritten, die Nintendo in letzter Zeit so macht. Ja gut, ne? Für sie, die ist es, glaube ich, kein Fehltritt. Ja. Und es gibt so viele Leute, von denen ich gehört habe, ja, ich habe jetzt alle Amiibos und den habe ich sogar in allen Variationen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sitze auch, herzlichen Glückwunsch, Just hier gerade, was, 60 Amiibos gekauft, die alle 15 Euro kosten. Ja, und die alle innerhalb der nächsten zwei neuen Spiele, die Nintendo braucht, rausbringen, keinerlei Effekt mehr irgendwo haben werden. Ja, warte mal auf, dass Mario Kart das nächstes Jahr rauskommt. Ja. Dann gibt's da die Mario Kart 9 Edition von den Amiibos und dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Zum Beispiel das letzte Mario Kart jetzt für Wii U. Ja, wir haben hier, also ich habe ein Pikachu Amiibo. Kann ich nicht so mehr machen. Sitze ich halt da. Ich habe ein Pikachu Amiibo. Geil. Ja. Wunderbar. Das hilft dir nicht in dem Spiel. Ich habe meinen Link Amiibo. Ja. Ja. Du brauchst halt ganz, ganz spezielle Amiibos, die du dann in den Spielen auch noch einscannen kannst. Die Spiele sind ja noch nicht mal so freundlich zu sagen, du hast einen Amiibo gekauft, dafür kriegst du was. Ja, nein. Ich glaube, also ich weiß nicht genau, Hyrule Warriors nimmt jeden Amiibo, oder? Ja, Hyrule Warriors nimmt alle Amiibos. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Ausnahmen in diesem gesamten Spiel überhaupt. Hyrule Warriors scannt einfach jeden für Belohnungen. Ja. Das ist tatsächlich auch eine sehr angenehme Sache dafür, weil sonst hätte ich aber wahrscheinlich auch meinen Link-Amiibo bei dir so lange zwischenlagern müssen, damit wir dieses Achievement bekommen. Fast alle anderen. Weil so oft haben wir auch wieder nicht aufgenommen in einzelnen Aufnahmephasen, dass wir 100 Tage damit hätten füllen können. Ja, aber fast alle anderen Spiele machen das halt nicht. Ja, wenn wirklich nur die Amiibos zu dem Spiel gegangen wären und ich dann Link-Amiibo gebraucht hätte, dann hätte ich diesen Trick angewandt und hätte die Uhr von dem Wii vorgestellt. Ja. Jetzt inzwischen haben wir so lange an diesem Spiel gespielt, dass ich dieses Achievement legit geholt habe mit nur einem Amiibo. Ja. Und einmal, dass wir deinen Link eingescannt haben. Ja, um den Spinner zu kriegen. Inzwischen haben wir, glaube ich, 101 Amiibo-Belohnungen geholt. Danach habe ich aufgehört, Pikachu einzuscannen, weil wir waren ja auch fertig. Ja, das ist noch so etwas, wo man, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das hat gut angefangen, aber ist egal. War schnell vorbei. Die Folge ist ja eh zu Ende. Ich wollte gerade sagen, halt den Gedanken. Wir haben gerade die Mission mit einem Arang abgeschlossen und die Riesenschlachten sind damit offiziell vorbei. Damit fehlt nur noch Überlebenskampfstufe 4, die letzte Mission. Dann ist dieses Spiel zu 100% abgeschlossen. Ja, die letzte Mission. Oh Gott, die wird Stunden dauern. Ja. Ja, aber irgendwie innerhalb von 90 Minuten werden wir es schon schaffen. Wir müssen ja nicht auf Schaden achten. Wir müssen nur darauf achten, dass wir irgendwie überleben.
1000 Bosse besiegen ist ja kein Problem für das Huhn, wissen wir schon. Macht ja nichts. Ja, also dann bis zum nächsten Mal, zur letzten Mission des Huhns. Huhns. See ya. Aloha.